Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir. Ich freue mich total, dass ihr wieder mit dabei seid. Und wenn ihr in Zukunft kein Video mehr mit mir verpassen wollt, abonniert sehr, sehr gerne diesen Kanal. Das würde mich total freuen. Ihr würdet meinem kleinen Kanal sehr dabei helfen zu wachsen. Ihr bekommt auch jeden zweiten Tag ein neues Video mit mir. Heute geht es mal nicht um Make-up oder Kosmetik, sondern um Schmuck. Das ist auch eine, ja nicht so eine ganz große Leidenschaft von mir, aber ich trage halt sehr, sehr gerne Schmuck. Also ich mag Ringe oder auch Ohrringe oder natürlich auch gerne Ketten. Und da wurde ich vor einigen Monaten von einer Freundin auf eine echt interessante Schmuckvariante aufmerksam gemacht. Die trägt sie seit etlichen Jahren und das ist mir dann an ihr aufgefallen, weil ich meinte so, wow, hast du viele Kettenanhänger, jeden Tag einen anderen. Und die so, nee, nee, eigentlich ist das derselbe, aber man kann hier diesen Stein, dieses reingedrückte, jeden Tag wechseln. Und da hat sie halt sehr, sehr viele. Ich habe hier jetzt so einen dunkelblauen mit ja, hellen Steinen drumherum. Und so kann man halt seinen Schmuck total ja, gut variieren und zum Beispiel in Ohrringen einpassen und so weiter. Und das fand ich total cool und aufregend. Und dann hat sie mir halt diesen Kettenanhänger irgendwann mal mitgebracht. Und seitdem habe ich halt auch schon einige coole, ja, Klicks nennen die sich, die man hier einsetzen kann. Ich habe auch noch Armbänder, die man damit verwenden kann. Gibt es halt in verschiedenen Größen und ja, Stilen und so weiter. Aber den trage ich halt besonders gerne, weil es halt ein Geschenk ist. Und ich halt einfach weiß, dass jemand sich da wirklich Gedanken gemacht hat, um mir etwas Schönes zu schenken. Und seitdem haben wir so eine, ja, so einen kleinen Wechsel, dass ich ihr mal einen Klick mitbringe und sie mir mal einen mitbringt. Und dann tauschen wir immer. Also wir schenken uns halt gegenseitig immer diese Klicks, die man da so einsetzen kann. Und wir haben auch zum Glück einen sehr, sehr ähnlichen Geschmack. Und wenn man halt ja selber gerne diese Klicks trägt und sie auch gerne verschenkt, wir haben jetzt übrigens auch noch meine Mama mit ins Boot geholt, die hat dann auch die Ketten an mir gesehen und meinte so, oh, das ist aber cool. Und dann hat sie auch eine zu Weihnachten bekommen und seitdem ist sie halt auch mit in unserem Klickzirkel und bekommt natürlich auch immer den einen oder anderen schönen Stein mit dazu geschenkt. Da gibt es bei Amazon ein besonderes Angebot, dass man sich 20 Klicks bestellt für 12,99 €. Das ist natürlich ein echter Schnapper, weil normalerweise so einer kostet, je nachdem, wo man die bestellt oder in welchen Mengen die man bestellt, so um die 3 bis 4 €. Und wenn man halt 20 Stück für 12,99 € bestellt, das ist halt schon mega günstig. Da kostet jeder Klick deutlich unter 1 €. Der Nachteil daran ist allerdings, dass das ein zufällig gemischter Beutel ist. Also man kann wahnsinnig Glück haben und 20 wunderschöne Klicks bekommen oder man kann auch 20 ganz furchtbare bekommen oder halt einen Beutel, wo es welche drin gibt, die man gut findet und auch welche, die man jetzt eher weniger gut findet, die vielleicht ein bisschen kitschig sind. Und ich habe mir so einen Beutel bestellt und welche Klicks da drin sind, möchte ich euch heute gerne zeigen und dann kann ich auch gleich mal schauen, ja, werde ich die behalten, werde ich die weiter verschenken oder ist das vielleicht so ein Totalausfall, dass niemand die haben will? Fangen wir an mit einem Klick, den ich wirklich super, super schön finde. Also da, den werde ich wahrscheinlich auch behalten. Und zwar ist das hier so ein silberner Klick mit einem dicken grünen Stein drin. Der ist dem hier relativ ähnlich, nur dass hier, ich sag mal, andere Steine drumherum sind. Hier ist halt so ein, ja, so ein silbernes Muster, aber ich finde das halt super schön. Und grüne Steine mag ich auch total gerne. Also den finde ich toll, den werde ich höchstwahrscheinlich behalten und selber sehr, sehr gerne tragen. Richtig schöner Stein, also da habe ich auf jeden Fall Glück gehabt. Da hat sich der Beutel auf jeden Fall schon mal gelohnt. Dann habe ich einen Klick bekommen, ja, da weiß ich nicht, was das soll und wer das bekommen soll oder ob ich den gar nicht verwenden kann. Und zwar ist es eine Lok. Wie auch, also mir ist das auch nicht ganz klar. Ich meine, klar, manchmal hat man manchmal so Klicks, wo man denkt so, hä? Nee, würde ich nicht tragen, ist nicht so mein Stil. Aber wer trägt den jetzt ernsthaft? Ja, so eine kleine Dampflok um den Hals oder ein Armband und so, ist mir nicht ganz klar. Also sieht halt auch wirklich relativ kindlich aus. Also da, ja, da weiß ich nicht, was ich damit machen soll. Ich werde ihn jetzt erstmal nicht wegwerfen, erstmal beiseite legen. Vielleicht gibt es irgendwann nochmal die Gelegenheit, wo man eine kleine Lok braucht. Aber das ist so einer, wo ich denke mir, okay, das bestellt sich doch wirklich niemand. Dann war einer dabei, den ich eigentlich ganz cool finde, obwohl der nicht so alltagstauglich ist. Ich meine, klar, so eine Kette wäre vielleicht für viele auch schon zu auffällig oder so. Ich mag die halt sehr gerne. Aber den finde ich eigentlich ganz interessant. Das ist so ein grüner Klick. Ich hoffe, es stellt einigermaßen scharf, dass ihr den sehen könnt. Also mit so einem grünen Hintergrund und dann ist so ein silberner Baum mit hellen kleinen Steinen drauf. Also sieht meiner Meinung nach so ein bisschen elbisch aus, so aus Herr der Ringe. Also ihr kennt vielleicht diese,
grünen Blätter, die die Gefährten von den Elben bekommen haben, um ihre Mäntel zuzumachen. Das erinnert mich stilistisch so ein bisschen daran. Also das hier könnte ich mir ganz gut vorstellen, dass ich den aufhebe für irgendwie so ein Fantasy-Event. Also da könnte das auf jeden Fall gut funktionieren. Der ist ungewöhnlich, jetzt vielleicht nicht unbedingt was, was ich auf der Arbeit tragen würde, aber gefällt mir. Finde ich ungewöhnlich, interessant, hätte ich mir wahrscheinlich so einzeln nicht bestellt. Aber so habe ich mir gedacht, naja, okay, so als Fantasy-Kette kann das gut funktionieren. Dann war ein Klick dabei, den finde ich auch wieder sehr, sehr schön. Der hat einen hellblauen Stein und ist nicht ganz rund, sondern hat hier so ein bisschen außergewöhnliche Form. Ihr seht ja das hier mit diesen Ecken, wo auch so kleine Steinchen drin sind. Also den finde ich sehr, sehr spannend. Den mag ich gern. Und den werde ich auch gerne tragen. Ich habe auch Ohrringe, die eine ähnliche Steinfarbe haben. Also da passt der garantiert sehr, sehr gut dazu. Den fand ich auch sehr hübsch. Den hätte ich mir auch einzeln bestellt. Bei dem hier bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich den einzeln bestellt habe, obwohl ich ihn sehr interessant finde. Das ist wieder ein runder Klick mit drei größeren Steinen drin, die so ein bisschen bernsteinfarben sind und mehrere kleine, ja, so kupferfarbene Steine dazu. Den finde ich ganz interessant. Also ich wüsste jetzt nicht so richtig, wozu ich den tragen würde, aber ich finde halt diese Variante, dass da so ein bisschen, ja, so Bernsteinvarianten drin sind. Das werden keine echten Bernsteine sein bei dem Preis, aber insgesamt finde ich die Farbgebung schon recht interessant. Da kann man bestimmt auch irgendwie das eine oder andere Outfit mit aufwerten. Den gab es dann nochmal. Ja, den finde ich aber nicht ganz so gut. Der ist halt sehr, sehr bunt. Also ihr seht hier so ein grüner Stein, so ein rosaner, auch so ein bisschen ja, bronzefarbene und mehrere kleine bunte Steine. Also das ist mir persönlich zu bunt. Also wer es mag, wer gerne sehr, sehr bunten Schmuck mit verschiedenen Steinen trägt, für den wäre das wahrscheinlich was. Aber ich dachte mir so, nee, ich bleibe dann lieber immer bei einer Steinfarbe. Sonst ist mir das einfach zu, ja, zu durcheinander, zu bunt und so weiter. Vielleicht wäre das was für meine Nichte. Die könnte ich ja eventuell auch noch in diesen Klickzirkel mit reinholen. Dann war ein Klick dabei, der ist stilistisch ähnlich, aber wieder in einer eher monochromeren Farbgebung. Und zwar einer mit vielen grünen Steinen. Also da sind hellgrüne Steine dabei, dunkelgrüne, der ist klassisch rund mit ein bisschen Silber dazwischen. Den finde ich cool. Also den würde ich auch tragen, zusammen mit grünen Ohrringen oder irgendwie einem Ring dazu. Das finde ich schon wieder ganz cool. Also den mochte ich gerne. Den finde ich halt auch wirklich sehr, sehr passig für ein Alter, kann man den gut tragen. Der nächste Klick ist mir persönlich ein bisschen zu albern, obwohl ich den Stil sehr, sehr mag. Und zwar haben wir hier einen herzförmigen Klick in Silber mit irgendwie schönen Ornamenten und noch so einem, ja, türkisen Steinchen, die auch noch ein kleines Herz bilden. Das finde ich so ein bisschen schade. In Rund hätte ich den total gefeiert, aber ja, ich trage halt eigentlich keine herzförmigen Sachen. Also ich finde irgendwie aus dem Alter bin ich auch so ein bisschen raus. Also als Teenie-Mädchen hätte ich das vielleicht gefeiert, aber nee, so als erwachsene Frau trage ich eigentlich keine herzförmigen Sachen. Deswegen, vielleicht ich lege den mal beiseite. Vielleicht kann ich meine Nichte auch für diese Art von Schmuck begeistern und dann kann die den auf jeden Fall haben. Den nächsten Klick, da bin ich auch so ein bisschen zwiegespalten. Den finde ich einerseits stilistisch sehr schön, andererseits ist ein Element drin, den ich nicht so cool finde. Wir haben hier diesen schönen dunkelblauen Klick mit diesen Verschnörkelungen und oben drüber haben wir halt hier so ein Delfin. Und ich meine, wer Delfine mag, der würde diesen Klick wahrscheinlich total feiern. Ich bin halt kein so großer Delfin-Fan. Also nicht, dass ich die nicht gar nicht mag oder so. Aber ich bin halt kein Delfin-Fan und würde nicht unbedingt Schmuck tragen, wo einer mit drauf ist. Finde ich super schade, weil ansonsten finde ich den super, super schön. Also die Farbe ist toll, diese silberne Verzierung. Aber der Delfin, der hätte für mich nicht sein müssen. Ansonsten coole Farbgebung und schön gestaltet. Den nächsten würde ich auf jeden Fall wieder tragen. Den finde ich total schön. Das ist auch wieder so einer mit Silber, der so ein bisschen dunkler ist, mit ja, silbernen Verzierungen und hellgrünen Steinen, finde ich super schön. Ist nicht rund, sondern wie so eine Blume geformt, finde ich aber super schön. Habe ich halt auch schon in anderen Varianten mit anderen Farben, so, ja, so florale Klicks. Den finde ich sehr, sehr cool. Den werde ich behalten und auch total gerne tragen. Den nächsten werde ich nicht tragen. Also, ich sag mal, den Delfin-Klick und so weiter, da könnte ich eventuell noch mal drüber nachdenken, aber der hier ist nichts für mich. Das ist ein Elefant. Also, auch ich mag Elefanten so als Tiere schon ganz gern, aber ich bin kein Elefanten-Fan. Also, da gibt es andere Tiere, die ich viel cooler finde, wie Koalas oder Pinguine oder sowas oder ein Zung. Aber Elefanten sind halt nicht so richtig meins. Ich meine, wer
Elefanten mag und dass die Lieblingstiere sind, die werden das wahrscheinlich total gerne tragen, aber für mich ist das jetzt eher nichts. Den werde ich auch beiseite legen. Den nächsten finde ich wieder richtig, richtig schön und den werde ich auch tragen. Der hat auch eine total coole Farbgebung. Der hat hier so richtig schön leuchtend rote Steine. Also das kann ich mir total gut vorstellen. Irgendwie zum Beispiel mit einem grünen Kleid kombiniert und dann so eine leuchtend rote Kette. Das kann ich mir total gut vorstellen. Mag ich sehr. Auch wieder eine florale Form mit unterschiedlichen Steinen, die aber farblich alle sehr, sehr ähnlich sind. Finde ich toll. Also den mag ich total gerne. Und ja, den werde ich auch tragen. Eine Varianz davon gibt es, die ist auch wieder sehr ähnlich zu dem zu einem runden Klick mit den grünen Steinen. Dann gibt es auch nochmal in der roten Variante mit ein paar rosanen Steinen mit drin. Finde ich eigentlich auch wirklich ziemlich hübsch. Ist so ein bisschen eine abgeschwächte Version davon. Also hier sind die Steine ja wirklich sehr, sehr intensiv. Und hier durch die hellen Steine zwischendurch ist das nicht ganz so knallig. Finde ich aber auch schön. Auch den werde ich sehr, sehr gerne tragen. Mag ich total gerne. Den nächsten Klick, ja, finde ich von der Farbgebung wieder cool, aber vom Motiv her jetzt auch nicht unbedingt. Also hier haben wir einen Klick mit ja, so einer Note drauf. Also ich höre wahnsinnig gerne Musik, ich bin großer Musikfan, aber würde ich jetzt nicht unbedingt tragen. Also wenn ich zum Beispiel Musikerin wäre und selber Instrument spielen würde, könnte ich mir das eher noch vorstellen. Aber so, ja, finde ich eigentlich schade, weil Silber mit hellen Steinchen finde ich eigentlich sonst immer eine tolle Kombination. Aber nee, ich glaube eher nicht. Silber mit hellen Steinchen, also dunkles Silber mit hellen Steinchen, gibt es aber beim nächsten Klick auch wieder, den ich total schön finde. Das ist auch wieder ein runder Klick mit so einer Sternform. Also das Silber ist ziemlich dunkel und dann sind hier halt diese hellen Sterne, also wie so ein Stern sieht das halt aus, der am Himmel strahlt. Finde ich super schön. Werde ich behalten, werde ich tragen. Das ist wirklich eine sehr, sehr hübsche Variante. Den nächsten Klick werde ich wahrscheinlich auch tragen. Der ist wieder ungewöhnlich, das ist so ein ganz runder mit vielen, vielen kleinen Steinchen in Türkis und in Grün und die dann halt so eine, ja, so ein Muster bilden. Finde ich total schön, finde ich interessant gemacht. Ist ein bisschen dezenter, also kann man gut zur Arbeit, ins Büro tragen. Sehr hübsch, schöne Farbgebung. Ich mag ja auch Grün gerne, das ja, ergänzt sich mal gut zu meinen Haaren. Werde ich auf jeden Fall auch mit in meine Sammlung geben. Die nächsten sind teilweise ein bisschen speziell. Hier haben wir eine kleine Libelle. Also, bin ich jetzt auch nicht so richtig Fan von. Also erstmal ist die mir auch zu bunt. Jeder Flügel hat halt andere Farben. Und ich bin halt auch nicht kein großer Libellenfan. Also eigentlich finde ich die eher so ein bisschen gruselig, wenn ich meine Eltern im Garten besuche und da fliegen Libellen rum. Da, denen weiche ich lieber aus. Die sind mir ein bisschen groß. Die möchte ich nicht, dass die mir in die Haare fliegen oder sowas. Deswegen bin ich jetzt kein großer Libellenfan. Ich weiß auch nicht, wie das aussieht an so einer Kette, weil die Anhänger sind ja dann doch irgendwie auf eher was Rundes ausgelegt. Ich kann das ja mal dranklicken, wie das überhaupt aussieht, wenn ich die jetzt aufbekomme. Das kleine Täschchen hier. Gucken wir mal, wie wirkt denn halt eigentlich so eine Libelle als Anhänger. Vielleicht bin ich ja gleich positiv überrascht und sage, wow, den werde ich jetzt doch total gerne tragen. Machen wir hier mal den Stein raus und die Libelle rein. Ja, nee, sieht komisch aus, ne? Ich zeige euch das mal so ein bisschen. Das sieht wirklich so aus, als wäre die hier drauf gelandet und würde hier so sitzen. Also ich finde, das sieht nicht so passig aus. Also vielleicht würde das besser wirken, wenn man einen Anhänger hat, der halt nicht so so einen prägnanten Rahmen hat, wenn man so einen mit so, der so ganz dezent ist. Aber daran, finde ich, wirkt das irgendwie echt nicht. Also da setze ich mal lieber wieder den blauen Stein rein. Ne? Finde ich aber, wie gesagt, sehr, sehr cool, diese Art von Schmuck, dass man der innerhalb von wenigen Sekunden mit einem Handgriff ja seinen kompletten Schmuck ändern kann. Und so hat man halt viel, viel Varianz, ohne wahnsinnig viele Schmuckstücke kaufen zu müssen. Kommen wir jetzt zu einem nächsten Klick, den ich wieder interessant finde, obwohl ich auch nicht ganz weiß, ob das mit so einem Anhänger gut sich ergänzen wird. Und zwar ist das so ein runder Klick, der aber sehr filigran ist. Hier sind so Blätter drauf mit roten, weißen und blauen Steinen, was ich erstmal eine ganz coole Farbgebung finde. Die ist aber auch mit relativ großen Löchern, sage ich es mal. Also das könnte auch auf so einer Klickscheibe, so einem Anhänger komisch aussehen. Müsste ich mal ausprobieren, ob das. Also insgesamt finde ich den cool von der Farbgebung, vom Stil her. Ich weiß halt nur nicht, ob der gut aussieht an der Kette. Wenn ich das hier aufkriege, können wir das gleich auch nochmal ausprobieren. So, testen wir mal. Dann machen wir den hier wieder raus. Eigentlich kann ich den mal draußen lassen, für den Fall, dass wir nochmal was testen.
Ach, das sieht eigentlich ganz cool aus, finde ich. Wenn das sieht man auch wirklich, also nicht wie bei der Libelle, dass das so drauf wirkt, sondern hier ist das Silber. Also das ist wirklich ganz gut. Das lasse ich erstmal hier drin für den Rest des Videos. Wir haben es auch gleich geschafft. Es kommen nur noch 3 Klicks. Den nächsten, da bin ich auch wieder so ein bisschen zwiegespalten. Den finde ich einerseits von der Farbgebung cool, andererseits ist das Motiv auch nicht so berauschend. Hier haben wir halt so einen Klick mit so einem goldenen Mond und so 3 Sternen, wo so 3 ja, roséfarbene Steinchen drin sind mit einem dunklen Silber. Hintergrund finde ich an sich von der Farbgebung cool, aber ich finde den Mond so ein bisschen kitschig, muss ich sagen. Ich bin da nicht so Fan von. Wenn der ohne Gesicht wäre, also der hat halt hier so ein aufgedrucktes Gesicht, dann würde ich es gut finden, aber dieses komische Gesicht da drauf, das gefällt mir nicht so. Deswegen bin ich mir unsicher, ob ich den tragen will. Der nächste Klick ist wieder ganz cool, den würde ich aber tendenziell eher zu Weihnachten oder an ähnlichen Gelegenheiten tragen. Das ist hier so einer mit so einem weiß-roten Aufdruck. Ja, sehr weihnachtlich mit hier so Sternchen und Blümchen und so weiter. Ja, also würde ich wahrscheinlich erstmal beiseite legen bis zur passenden Jahreszeit. Weihnachten ist ja nur schon ein paar Wochen vorbei. Den finde ich grundsätzlich so als Motto-Klick für besondere Gelegenheiten, aber eigentlich ganz cool. Der letzte, der in der Tüte war, ja, der ist auch wieder nichts für mich, einfach weil es halt so eine Tierform ist. Ich finde Eulen an sich zwar eigentlich ganz in Ordnung, so als Tier, ich würde sie aber nicht unbedingt als Schmuck tragen, genauso wie bei dem Elefanten. Allerdings ist meine Tante riesengroßer Eulenfan. Vielleicht kann ich auch mal so eine Kette mit so einem Anhänger schenken. Lege ich erstmal beiseite, vielleicht ist das ja das Richtige zum Verschenken. Ja, also für mich ist es wie gesagt nichts, aber nur weil ich zum Beispiel jetzt Eulen, Elefanten und Libellen nicht unbedingt als Schmuck tragen würde, muss das ja nichts heißen, dass das irgendwie hässliche Sachen wären. Und jeder hat ja auch so seinen eigenen Schmuckgeschmack. Es gibt ja auch Sachen, die ich wahnsinnig gerne trage und die ich wunderschön finde. Und dann sagen, oh Gott, ist das eine Katastrophe. Zum Beispiel, ich trage wahnsinnig gerne solche Ringe, die halt ja, so ein bisschen ja, mittelalterlich aussehen, sagen wir mal. Oder. Naja, oder viktorianische Zeit und andere sagen, boah, es ist furchtbar, ich trage lieber irgendwie schlichte Goldringe oder sowas. Ich bin aber halt Fan von sowas. Und deswegen gibt halt in dieser Tüte einige Steine, die ich wahnsinnig schön finde, die vielleicht nicht unbedingt den Geschmack von anderen Leuten treffen und andersrum her genauso. Ich finde aber auf jeden Fall, für den Preis hat sich die Tüte gelohnt. Es sind wirklich einige Klicks dabei, die ich wunderschön finde, die ich auf jeden Fall auch tragen werde. Und wenn ich die einzeln gekauft hätte, wäre ich auch definitiv nicht günstiger dabei weggekommen. Außerdem waren noch einige dabei, wie ja zum Beispiel hier dieser grüne Baum, den ich nicht unbedingt einzeln bestellt hätte, wo ich aber dann beim Betrachten gedacht habe, ach, eigentlich ist der ganz cool, den könntest du für bestimmte Gelegenheiten eigentlich schon mal tragen. So, das war mein kleiner Schmuck-Haul. Ich hoffe natürlich, ihr hattet Spaß. Ich konnte euch den vielleicht ein oder anderen coolen Kettenanhänger zeigen. Wir sehen uns auf jeden Fall schon ganz, ganz bald wieder in einem nächsten Video. Ich freue mich schon total auf euch. Bis dahin, eure Ramis.